Nee, ne? Sag mal, was tippst du da für ein Quatsch? Also da ist es ja wahrscheinlicher, dass Lukas Podolski hier auf einem Elefanten ankommt und rückwärts einpackt, Alter. Jeder Tipp kann wahr werden. Ich hab da so ein Gefühl. Mit X-Tipp. So einfach ist das. Jetzt anmelden und 100 Euro Neukundenbonus kassieren. Hallo und willkommen. Für das Nachholspiel vom 12. Spieltag geht es für unseren RWE ins Stadion Rote Erde nach Dortmund. Viel hat sich die Mannschaft von Carsten Neitzel dafür vorgenommen, aber spätestens mit Blick auf die Mannschaftsaufstellungen sollte jedem klar werden, dass sich heute hier eine richtig schwere Aufgabe aufgebaut hat. Mit Shinji Kagawa, Sebastian Rode, Alexander Isak und Erik Ölschlegel stehen gleich vier BVB-Profis auf dem Spielfeld. Unsere Rot-Weißen versuchen dann, den großen Namen Paroli zu bieten, aber schon zu Spielbeginn zeigt der international erfahrene Shinya Kagawa, dass er sich wieder für die Profi-Elf empfehlen will. Hier setzt der Alexander Isak in Szene, der zieht ab und der Ball passt dann auch sofort. Die zweite Dortmunder Mannschaft geht hier in Führung. Alexander Isak ist ja einst für stolze 8,6 Millionen von Solna nach Dortmund gewechselt, spielt jetzt aber überwiegend in der Regionalliga. Und gleich noch ein weiteres Mal die Gastgeber. Diesmal geht es über Josef Boyamba auf der linken Seite. Der findet Kagawa an der Strafraumgrenze. Der behält die Ruhe und Übersicht, bedient Isak und wieder ist der Ball drin. 2:0 für Dortmund. Erneut war es eine Koproduktion der beiden Profis. Für Alexander Isak ist es das vierte Regionalligator in dieser Saison. Aber es ist keinesfalls so, dass sich unsere Essener hier in ihr Schicksal fügen, sondern sie versuchen selbst nach vorne zu spielen. Und als Kai Pröger dann flanken kann, köpft Plotzek den Pfosten. Schade, da fehlte nicht mehr viel. Im Anschluss steht Kai Pröger dann im Abseits. Der Anschlusstreffer hätte die Jungs von der Hafenstraße wieder zurück ins Spiel gebracht. Aber während unsere Elf kein Glück im Abschluss hat, sind es nur 3 Minuten später wieder die Dortmunder. Wieder geht es über ihre beiden Offensivprotagonisten Isak und Kagawa, die sich mit einem Doppelpass zuspielen. Und dann bleibt Alexander Isak eiskalt und versenkt die Kugel erneut. Ein lupenreiner Hattrick des Stürmers. Lange hat er sich als nicht mehr so treffsicher erwiesen. Bitter, dass es ausgerechnet heute gegen RWE so gut bei ihm läuft. Aber dreimal wurde er auch mustergültig von Shinji Kagawa in Szene gesetzt. Während es beim BVB 2 mit dem Toreschießen heute so richtig gut läuft, haben die Jungs von der Hafenstraße das Glück leider nicht auf ihrer Seite. Wie aus dem Nichts kommt es zum Pressschlag zweier Dortmunder und der Ball klatscht an die Latte. Da war selbst der Kameramann so davon überrascht, dass er die Szene nicht richtig einfangen konnte. Luca Kilian und Denzel Boadu waren sich hier uneinig und fabrizierten diese Slapstick-Einlage. Aber heute will auch so ein Ball einfach nicht reingehen. Und das sollte sich auch weiter fortsetzen. Unsere Rot-Weißen versuchen zumindest noch ein Tor vor der Pause zu erzielen, aber nach der Flanke von Heber scheitert Marcel Platzek an Ölschlegel im Tor, der hier gut gehalten hat. Das Ergebnis ist nun definitiv zu deutlich, doch es geht eben erstmal mit einem 0:3 in die Kabine. Weiter mit den zweiten 45 Minuten. Das Spiel ist gerade wieder angepfiffen. Da sind die Dortmunder im Ballbesitz. Shinji Kagawa auf Julian Schwermann. Der kommt zum Schuss. Der Ball setzt noch auf und schlägt dann ein. Das ist jetzt aber eine wirklich ganz bittere Pille. Da hatte sich unsere Elf für die zweite Halbzeit nochmal viel vorgenommen. Und alles wird dann nach einer Minute schon wieder über den Haufen geworfen. Und da der Tag heute so richtig gebraucht ist, sollte es genau so weitergehen. Nach einem Einwurf geht es schnell, Kagawa sieht Dominik Wanner und der macht dann sogar noch das 5:0. Für Dominik Wanner ist es das dritte Saisontor. Shinji Kagawa sammelt hier seine fünfte Torvorbereitung. In der Folge beruhigt sich das Spiel ein wenig und RWE sollte auch nochmal Chancen haben, das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Nach dem Rückpass von Heber zielt Lukas knapp neben den Pfosten. Da fehlte schon nicht mehr so viel. Und wenige Minuten später ist es Kai Pröger, der sich über rechts durchsetzt, Hanke ins Leere rutschen lässt und auf Bayer ablegt. Ölschlegel ist aber da und verhindert so den Ehrentreffer. Und so bleibt es leider bei der 0:5 Niederlage.
Ein bitteres Ergebnis, das sicherlich zu hoch ausgefallen ist. Und jetzt gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und den vollen Fokus auf das Heimspiel am Samstag gegen die Fortuna Düsseldorf 2 zu richten. Bis dahin, nur der RWE.